Hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Laktatintolerant. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, heute dreht sich alles um die Kinderkracks. Wir haben die Deuter Kid Comfort Pro regulär gekauft und haben sie schon ein, zweimal ausprobiert. Olivia ist jetzt endlich in dem richtigen Alter und ich nehme dich heute mit zu einer atemberaubenden Wanderung ins Tannheimer Tal. Auf geht's! So Leute, wir sind schon mitten im ersten großen Anstieg hier Richtung Neunerköpfle und ja, wir haben uns eine Tour ausgesucht hier über die Neunerköpfle, Landsberger Hütte Richtung Vilsalpsee mit einem wunderschönen Panorama im atemberaubenden Tannheimer Tal. Wenn ihr hier noch nicht gewesen seid, schaut mal, wo das ist auf der Karte und ja, plant euch mal was ein, das ist wunderschön. Ja, Olivia ist schon das erste Mal eingeschlafen in der Kraxe, mittlerweile aber wieder wach geworden von den Kuhschellen und die begleiten uns jetzt hier bis hoch zu der Alpe. Ja, die Tour heute ist so circa 16 bis 17 Kilometer lang mit insgesamt 1000 Höhenmetern. Ich habe das auf Outdoor Active eingeplant, den Link zu der Tour gibt es dann natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, boah, 17 Kilometer, 1000 Höhenmeter, das ist vielleicht für den Anfang doch ganz schön viel. Ja, ist es auch und ich würde es auch niemals empfehlen, für die erste, zweite, dritte Tour so eine lange Strecke zu machen. Wir sind sicher 4 bis 5 Stunden reine Gehzeit unterwegs. Wir sind alle aber doch sehr sportlich am Berg mit unserer coolen Gang hier, mit unserem Bergsquad, der wir heute sind. Martin, Simone, Victoria, Olivia und ich. Also ich glaube, noch viel wichtiger als die Frage, welche Kraxe nehme ich, ist doch die Frage, ab wann kann ich meinem kleinen Liebling zutrauen, mal eine halbe Stunde, Stunde oder anderthalb Stunden in der Kraxe zu sitzen. Empfohlen wird hier so circa ab 9 Monaten. Nur mal ein kleiner Teaser, Olivia ist jetzt gerade 7,5 Monate alt. Warum haben wir uns entschieden, schon früher anzufangen? Ja, weil Olivia eigentlich schon seit dem 6. Monat sehr, sehr gut sitzen kann, sehr lange sitzen kann. Wir merken immer wieder bei jeder Tour, dass es hier unheimlich Spaß macht. Allerdings muss man natürlich auch auf einige Dinge achten, um ihren Körper zu schonen, ihre Wirbelsäule natürlich auch zu schonen. Deswegen haben wir uns entschieden, auch eine sehr, sehr hochwertige und gut bewertete Kraxe zu holen. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Deuter-Kraxen einfach nur genial. So, Papa ist schon gut am Schwitzen. Wir haben jetzt gleich die 700 Höhenmeter geschafft zu den Neunerköpfen. Ja, also wann ist denn euer Schützling denn soweit, um wirklich in der Kraxe zu sitzen? Probiert am besten aus, ob der oder die Kleine wenigstens mal 10, 15 Minuten am Stück von alleine sitzen kann auf dem Boden. Wenn das ohne Probleme geht, dann könnt ihr es auch getrost mal probieren, in der Kraxe sitzen zu lassen. Vielleicht probiert ihr zum Anfang mal aus, zu Hause hier und da mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen mit der Kraxe, um euren Schützling auch an diese Zeit und ja, an die Sitzposition zu gewöhnen. Okay, das ist sozusagen jetzt noch nicht so alpin, wie ich es auf der Karte vermutet hätte. Ja. Aber sehr schön. Ja, gut laufbar, ja. Alles laufbar hier. Ja, Martin und ich, wir träumen uns schon quasi wieder in die Laufschuhe, so eine Strecke hier wieder zu laufen. Martin ist übrigens ein, schon sehr, 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 sehr langjähriger Verfolger von meinem YouTube-Kanal, Laktat Intolerant. Wer es noch nicht abonniert hat, so wie Martin damals, der macht das hier mal schnell. Und wenn euch das Video gefällt, gerne auch nochmal einen Daumen nach oben. Was erzählst du mir? So, wir sind jetzt hier auf diesem wunderschönen Höhenweg angekommen Richtung Landsberger Hütte. Man sieht hier den Enzian am Rand blühen. Und ja, wir haben jetzt Olivia, weil es hier oben doch
natürlich ein paar Höhenmeter höher, 700 Höhenmeter höher als der Start. Das heißt, hier oben ist eine etwas andere Temperatur. Die Sonne hat es noch nicht richtig geschafft durchzudrücken. Das heißt, wir haben ihr jetzt nochmal eine Wärmeschicht übergezogen. Achtet am besten immer drauf, auch anhand der Temperatur der Hände. Man sieht es auch an der Nase, ob dem Kind zu warm, zu kalt ist oder ja, greift mal in den Nacken rein. Die Körperkerntemperatur ist daran auch ganz gut zu messen. Ja, am besten Fall nimmst du für deinen Säugling auch natürlich Wechselklamotten en masse mit. Lieber zu viel als zu wenig und wenn du alleine gehst, vielleicht nicht unbedingt Gewalttouren machen, weil du brauchst ja dann auch noch zusätzlich ja, für dich Klamotten und das Wickelpaket und so weiter, ein Wechselbody und, damit du dir und deinem Kind auch für alle Möglichkeiten alles dabei hast. Deswegen gehen wir mindestens immer zu zweit, Victoria und ich, und heute sogar zu viert. Das heißt, wir können uns hier schön in das Gewicht auch reinteilen. Der wichtigste Tipp, den ich da habe, ist natürlich vorher das Wetter zu checken. Wer vielleicht nicht oft in den Bergen ist, nur mal einen Urlaub in den Bergen macht, der kann vielleicht das Bergwetter noch nicht so richtig einschätzen. Schaut also vorher auf einschlägigen Seiten, Bergfacts und so weiter nach, wie das Bergwetter werden soll. Heute soll vielleicht sogar noch mal die Sonne rauskommen. Aber wenn hier oben ein Wetterumschwung ist, und ihr könnt euch gar nicht so schnell runterretten, wie ihr hier in einem Regen oder in einem Gewitter drin hängt. Und das kann dann schon sehr, sehr ungemütlich werden. Und das vor allem natürlich für euer Kind. Ich muss natürlich auch dir und deinem Schützling ab und zu mal eine Pause gönnen. Und hier, Papa braucht auch ein bisschen Verpflegung. Der hat jetzt die ganzen Höhenmeter schon gemacht hier. Also ein bisschen was Süßes zwischen die Backen. Und dann wird der restliche Weg auch kein Problem. Ja, ihr könnt auf der Tour hier noch einen, wie ich finde, wunderschönen Berg mitnehmen, die Sulzspitze. Das wäre dann noch so ungefähr 30 bis 40 Minuten zusätzlicher Weg. Martin und Simone passen mal kurz auf Olivia auf und wir können hier diesen kleinen Gipfel, den wir in 5 Minuten erreicht haben, mitnehmen. Von dort aus haben wir gleich hoffentlich einen schönen Blick auf den Pilzalpsee. Jetzt die Landsberger Hütte und da geht es jetzt als nächstes hin. Ja, Pause muss man sich gönnen, also gibt es jetzt hier von der lieben Simone, vielen, vielen Dank, einen Streusel Rhabarbertaler. Nach den 1000 Höhenmetern jetzt hier mit der Kraxe geht natürlich einiges rein. Au! 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 Macht euch ruhig, steckt die Haare so ein bisschen hoch, steckt die Haare zusammen, weil die kleinen Spielkameraden wollen natürlich eure Haare greifen. Ich würde auch für den Anfang nicht unbedingt weit über die 2000 Höhenmeter Grenze mit den Kids gehen, denn oben wird die Sauerstoffsättigung ja ein bisschen geringer und ja, gerade wenn die Kinder es nicht gewohnt sind, nicht oft am Berg sind und man da nicht gut sich, sage ich mal, dran gewöhnt, dann kann das vielleicht auch schon ein bisschen zu erhöhter Müdigkeit führen. Deshalb vielleicht so Wege aussuchen, die zwischen 1000 und 1500 Höhenmeter hoch sind. Da hat man meistens auch in den Alpenvorbergen, also vor dem Alpenhauptkamm quasi, schon sehr, sehr schöne Möglichkeiten. So, wir sind jetzt nach genau 10 Kilometern angekommen bei der Landsberger Hütte und hier werden wir jetzt eine längere Pause machen. Unter anderem natürlich auch die Kleine mal wickeln und stillen. Das hat sie sich jetzt redlichst verdient. We'll be right back.
meinem ausgiebigen Päuschen in der Landsberger Hütte geht es jetzt Richtung Traualpsee runter über den Pilzalpsee und dann zurück zum Auto. Ja, und es ist natürlich total schön zu sehen, wie sich die Kleinen auch über die Naturereignisse wie Wasserfälle oder ja, mal die eine oder andere Gams oder vielleicht sogar den Steinbock zu sehen, ja, wie sich die Kinder auch darüber freuen schon. Das ist wirklich total herzerwärmend. Ja, so eine Pause wie jetzt gerade auf der Landsberger Hütte ist natürlich nicht nur dafür gedacht, um das Kind mal zu stillen und zu wickeln, sondern dem Kleinen oder der Kleinen auch mal die Freiheit zu geben, sich mal wieder ein bisschen zu bewegen. Spielt mit eurem Kind, dass es da auch wieder Spaß hat, in der Kraxe zu sitzen und Lust hat, auch noch mal vielleicht eine halbe Stunde, Stunde in der Kraxe zu verbringen. Schaut euch aber auf jeden Fall noch mal irgendwo bei YouTube irgendwelche Testvideos an von anderen Kraxen, die vielleicht ein bisschen geeigneter für euch sein könnten. Je nachdem, wenn ihr lieber ein wenig leichter, kürzere Touren macht, dann müsst ihr gar nicht so diese riesengroße Kraxe mitnehmen. Die wäre dann vielleicht etwas überbemessen. Die ist sehr komfortabel, wie der Name schon sagt, und für unsere Tourenlänge absolut empfehlenswert. So Leute, das war es auch schon wieder. Mehr fällt mir dazu eigentlich auch nicht mehr ein. Und wenn ihr noch die ein oder anderen Tipps habt zum Wandern mit Kinderkraxe, worauf man achten sollte, haut es hier für die Community noch ein bisschen in die Kommentare mit rein. Da freuen wir uns alle drüber. Und ansonsten, ja, geht raus, geht wandern. Es macht tierischen Spaß, auch wenn man junge Eltern ist und ja, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz so viel Bergerfahrung hat. Da gibt es genug Wege, die passen, die man gut gehen kann, wo viele Leute auch unterwegs sind und wo man vielleicht sogar auch das eine oder andere noch für die Kinder antrifft. Also ein Spielplatz auf einer Hütte, da gibt es ja einiges, was man nutzen kann. Also genießt die Zeit in den Bergen. Schön, dass ihr dabei wart. Wisst unten immer Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ja, und den Kanal abonnieren. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.